So, eigentlich wollte ich euch da mitnehmen, aber ihr seht schon, da ist die weiße Wand. Denn ich hatte da was anderes stehen. Das habe ich allerdings jetzt alles schon hier unten hingestellt und auch hier in den Wäschekorb. Ich hatte da noch einen kleinen Tisch hier stehen und da habe ich auch meine ganzen Lippenstifte. Genau, Lipgloss hier stehen gehabt und da habe ich noch das mein großes Regal mit lauter mit die ganzen Lidschatten, die habe ich schon zur Hälfte hier eingeräumt. Die muss ich jetzt noch alles abräumen und dann kommt endlich hier mein Schminktisch vorm Fenster hin und das wird mega cool. Der Spiegel ist schon abgehängt. Das war ein mega großer blauer Spiegel, genau. Und ja, das mache ich jetzt einmal. Eigentlich wollte ich euch das von vornherein filmen, aber ich habe schon wieder vergessen. Also, es ist echt ein Wahnsinn mit mir. Und ich wollte eigentlich auch ein Foto machen, aber ja, leider, leider habe ich schon wieder mal vergessen. Aber egal, ich zeige euch das dann, wie das dann später ausschaut. Es gibt aber noch andere Schritte, weil da schaut es jetzt auch ein bisschen aus. Das sind Regale und da ja, gehört eigentlich zusammengeräumt, aber egal. Und das Kastl kommt dann noch ins Wohnzimmer auf alle Fälle und da kommt dann noch ein Riesenregal her. Und da wird alles sortiert und das alles einen schönen Platz findet. Auf alle Fälle. Ich möchte nichts mehr rumstehen haben in meiner kleinen Wohnung und deswegen muss ich da einen Plan erfinden. So, das ist jetzt die nächste Ecke und zwar habe ich da ganz viele leere Boxen. Und diese Boxen sind aber eher voll, genau. Aber da habe ich noch einiges, was ich aussortieren muss. Und diese Ecke ist schon gemacht. Das ist ausgemalt auf alle Fälle. Auch der Heizkörper. Dann steht der kleine Tisch hier in der Ecke. Und da werde ich dann was Dekomäßiges. Meine Blume werde ich wahrscheinlich hier erstellen. Ja. Das werde ich jetzt einmal alles machen. Und dann zeige ich euch, weil hier kommt dann ein, das Regal, also dieses Sideboard vom Schlafzimmer kommt da dann her. Und das, wenn das fertig ist, zeige ich euch das dann gleich einmal. So, jetzt sind wir mit dem Schminktisch fertig. Wenn der wirklich, wenn ich den weiter einräume, nehme ich euch dann eh wieder mit. Der steht hier drüben. Und jetzt räume mein Palettenregal ein. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal jetzt gleich einmal an und starten mal. Da haben wir einmal die Looney Tunes Palette. Ich würde sagen, wir gehen mal daher. Genau, das sind die großen. Ich werde die vielleicht ein bisschen noch größer sortieren. Ich weiß noch nicht genau. Das ist die Serenity Palette. Das ist ein bisschen kleiner. So, dann habe ich noch die Zillione Palette von Glam Shop. Ja, die werde ich auch hier oben mal hingeben. So, ich habe jetzt aber noch eine ganze Kiste, was ich schon vorsortiert habe. Die stelle ich einfach nur ins Regal rein. Die habe ich hier so stehen. Ich glaube, die war hier. So, stelle ich einfach nur hier rein. Da habe ich Revolution Paletten. Ah, da habe ich da eine rausgezogen. Moment, Moment. So. Na, die will da nicht rein. Dann muss man es da reingeben. So. Genau, da habe ich, aber ich glaube, ihr seht es nicht. Moment, ich gehe ein bisschen runter. Genau, so, jetzt sitzt es. Da habe ich die Glossgots Paletten, also die ganzen bunten Paletten, die Neon Palette, Juvia's Blaze. Da habe ich meine falschen Wimpern, die magnetischen, noch reingegeben. Dann habe ich hier noch Nautour Nice Palette, habe ich hier. Dann habe ich Glionat Palette. Das ist die Catrice Palette, die Weihnachts Limited Edition. Da geht es einfach auch nach Größe. Ne? Das habe ich alles so sortiert. Da habe ich die kleineren von, na, wie heißt die Firma nochmal? Kaleidos, genau. Da hinten habe ich alle von Revolution hingestellt. Und da habe ich Colourpop, genau. Die sind alle von Colourpop. Das habe ich schon, wie gesagt, alles so vorsortiert. Und ja, jetzt machen wir gleich einmal weiter, würde ich sagen. Ich habe dann nämlich noch so eine komplette Palette. Die weiß ich ja eigentlich gleich hier reinstellen könnte, ne? Wenn sich das ausgeht. Aber ich glaube, das geht sich nicht aus. Moment. Findet.
Das habe ich ja eigentlich schon hier so sortiert in diesen Organizer. Moment, ich muss euch wieder ein bisschen höher stellen. Genau, so. Da habe ich von Lethal Cosmetics, da habe ich Juvia's Place, da habe ich die Hardstyle Palette. Essence habe ich hier, die Jurassic World. Und das habe ich einfach noch Größen gemacht. Da habe ich zum Beispiel auch die Alice in Wonderland Palette. Aber so ganz, ganz nah und meine Palettensammlung zeige ich euch eh ein anderes Mal. Heather Austin Palette, noch eine Revolution, die Dominique Cosmetics. Suva habe ich dann noch und die 1991er. Und das lasse ich jetzt gleich einmal so. Und daneben kann man noch ein paar andere geben. So, jetzt habe ich aber noch ein Regal, noch ein, ja, Regal. Kann man Regal sagen? Keine Ahnung. Ja, das kommt hierauf. Genau. Das geht sich eigentlich auch noch aus. Moment, ich stelle euch noch ein bisschen höher. Genau, ich hoffe, ihr seht das halbwegs. Genau. Da habe ich die Hinge Dash Palette, die Everyday is a Mystery, das war diese Limited Edition von der Beauty Bands. Dann habe ich noch eine von Colourpop, die könnte ich aber noch hier unten einordnen, das geht sich noch aus, genau. Dann habe ich die Odin's Eye, die Single Shadows hier. Das Licht ist irgendwie ein bisschen komisch, so. Ja, so ist besser, genau. Nehme ich das einfach dann runter. Die Timna Mokka vom Glam Shop habe ich hier noch. Noch eine Colourpop-Palette. Aber wie gesagt, genauer kriegt das dann eh ein anderes Mal noch serviert von mir. Dann habe ich die Essence. Das war eine Limited Edition. Von LH Cosmetics haben wir da zwei. So schauen die aus. Genau. Dann haben wir die Brown Palette von SFA Color und Huda Beauty. Das ist einmal der Dupe und einmal das Original. Genau. Dann haben wir noch von Lotte London diese hier. Die wird aber wahrscheinlich fliegen. Von MBA Cosmetics. Das ist dieses wundervolle Duochrome Quad. Dann haben wir noch Max Factor. Die wird wahrscheinlich auch fliegen, obwohl ich es von meinem Sohn gekriegt habe, weil die so schlecht ist. Und das ist von Shop Missa. So, das ordne ich hier oben dann noch schnell ein. Die kleinen Paletten sind so, wenn man so organisiert, echt, echt cool, weil da hat man wenigstens einen Überblick. Jetzt geht's weiter. Was habe ich noch? Was? Das? Es wird schon leerer. Es wird schon sehr viel leerer. So, ich habe dann noch die Luna Beauty Palette. Die. Ja, wo gebe ich die jetzt hin? Ja, vielleicht hier oben. Und die noch wird noch weiter unten gereiht. Dann kann man die da. Ah, das geht sich nicht aus. Schade. Egal. Dann werde ich sie einfach hier ganz oben einordnen. Und so ein bisschen nach Größe. Und da kann ich mir noch was anderes eventuell überlegen. Beziehungsweise da, die gebe ich hier runter, glaube ich. Die hier runter, genau. So, dann habe ich noch mal die 1991er, die kommt auch ganz nach oben. So, das seht ihr zwar nicht, aber ich zeige es euch eh. Die Spooked Palette, die stelle ich auch ganz nach oben. Die Beauty Killer 2 Palette. Da weiß ich auch nicht, ob mich die nicht verlassen wird. Mal schauen. Die Pupa, da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Die muss da rein. Das ist schon ein bisschen knapp, aber die stellen wir hier noch ran. Und die River Loves Me, die Brilliant Crush. Ich glaube, die wird auch bleiben bei mir, weil die war echt gut. Und die hat mir ja die liebe Caro mitgenommen. So, habe ich jetzt noch Paletten? Ja, klar, müsste ich schon noch welche haben. Moment, hier nicht mehr. So, ich habe jetzt hier noch so ein Einhorn, eine Einhornbox und die stelle ich jetzt darunter, weil da kann ich ganz viele Paletten einordnen. So, als erstes haben wir jetzt noch die Banana Fetisch, die wird so einsortiert, so halber zumindest geht sich das aus. Ich mache das alles nach Größe. Dann habe ich die Unearthly Cosmetics, die Strawberry Milkshake Palette, die kommt hier ran.
Dann haben wir die Sunset Horizon von Beauty Bay. Die gebe ich auch noch hier dran. Die passt von der Größe halbwegs. Dann haben wir die Cosmic Brush. Das ist die Royal Rose. Die kommt daher. So, jetzt ist das voll. Jetzt brauchen wir nur mehr so ganz schmale für ganz oben, wenn ich welche finde. Und den Rest gebe ich hier unten rein. So, einmal habe ich die Jade Palette. Die mag ich ja voll gerne. Die gebe ich wieder hier von der Seite rein. Da gebe ich immer die größeren rein. So, dann haben wir, das ist die Palette von Pat McGrath. Die kann man hier oben reingeben. So. Vielleicht stelle ich aber das alles noch anders hin und ich habe hier noch Kommoden und da oben kann man auch noch dekorieren. So, die Zillione tue ich jetzt ein bisschen woanders hingeben. Die gebe ich ins zweite Fach rauf. Genau, die ist kleiner. So, dann haben wir noch die Carnival Palette, die Carnival 3 Palette. Die stelle ich auch da daneben hin. Genauso wie die Sorceress Palette von Jolie Beauty. Genau, ich würde sagen, vielleicht. Ich weiß nicht, nein, ich glaube, da geht sich keiner mehr aus. So, das haben wir voll, das haben wir voll. So, dann habe ich noch die Alice im Wonderland Palette. Die weiß ich vielleicht von Sigma, die weiß ich vielleicht eh aussortieren möchte. Aber dabei bleibt sie noch hier in meinem Regal stehen. Irgendwie vertraue ich die nicht so gut. Dann habe ich noch die Hello Queen Palette. Die habe ich von der lieben Beauty XX Place bekommen. Die kommt auch hier hoch. Gut, dann haben wir noch die Bright Palette, die nehme ich gerne für so außergewöhnliche Schminkes, weil da habe ich schon das Blau fast komplett leer gemacht. Da habe ich Hit the Pan. So, geht sich das noch hier aus? Ne, das wird zu knapp. Da stelle ich ganz, ganz runter die Bright Palette. So, dann haben wir noch von Beauty Bay die von Niki Tutorials. Ich schau mal, die wird sich eigentlich ganz gut ausgehen. Aber sieht man das dann noch gescheit? Ich glaube, ich stelle sie mal so rein. So, dann habe ich von Unearthly Cosmetics die Witching Hour. Und die All I Ever Wanted, die mag ich ja voll gerne, Volume 2. Lauter Multichromes ist ja genau meins. Jeder, der was mich kennt, weiß das. Kann man die hier oben auch einordnen? Nee, die passt hier oben nicht. So, dann ordnen wir es halt hier ran. Genau. Dann habe ich noch die Loa Palette. Die habe ich im Monolith Shop. Die habe ich ganz neu. Die ist voll cool. Dann habe ich noch auch ganz neu von Adept Cosmetics die La Cienega Palette. Die schaut so aus. Die matten Töne taugen mir nicht so, weil so viele gleiche sind, außer die Rot- und Berry-Töne. Aber die Duochrome sind einmalige Spitze. Die gebe ich ganz nach oben, weil die passt da super rein vom Format. Dann habe ich noch die Luna Beauty Nude Prism. Die kennt, glaube ich, eh jeder. Und die Ciate London. I'm a woman, what's your superpower? Genau. Die wird auch hier eingeordnet jeweils. Ganz rechts. Dann habe ich noch eine riesengroße von Martine Cosmetics, die 669 Palette. Die möchte ich, glaube ich, ganz nach oben stellen. Wenn sich das ausgeht. Ja, perfekte Größe. Dann habe ich die Sangria Palette von The Beauty Crop. Schauen wir mal, ob sich das ausgeht. Ja, das passt auch ganz gut. So. Dann habe ich noch die Mariposa Palette. Das ist die komplett goldene Palette. Die kommt hier runter. Und dann habe ich auch noch die Danessa Myricks Lightwork Palette. Die liebe ich ja. Die kommt auch hier runter. Dann haben wir, war noch Alien Cosmetics, das ist Unearthly, nur halt früher. Ne? Jetzt sind sie ja umgebrandet worden oder eh schon länger. Das ist die NYX Palette, das ist eine kleinere Palette. Kommt wieder ins zweite Regal hierauf. So, jetzt geht's weiter. Ich stelle das einmal hier runter. Ich muss mich mal hinsetzen, weil das geht sonst gar nicht. So, dann machen wir weiter.
Alter, würde ich sagen. Wir haben die Santa Baby. Baby vor allem. Santa Baby Palette von Sunny Cosmetics bei René. Die war vor 2 Jahren, nein, vor einem Jahr, diese Weihnachtspalette. Ja, ich glaube, die werde ich dann hier vorne so. Oder passt die auch noch hier oben? Ja, die passt vom Format eher nach oben. Dann habe ich die Earthy Palette von Beauty Bay. Ja, die passt auch noch hier rauf. Dann haben wir die Berlin 89. Ich glaube, die passen jetzt alle hier nach oben. Aber ich stelle es jetzt einfach nur hier rein. Also die Nachgröße kann ich es eh noch immer. Dann haben wir noch die Lethal Cosmetics. Das sind die zusammengestellten Paletten, was ich hier noch habe. In verschiedenen Farbspektrum. Die habe ich mir selber zusammengestellt. Jo, dann haben wir noch. Was haben wir noch? Auch Lethal Cosmetics. Grün. Das ist eine komplett bunte, eine neuere Palette. Dann haben wir noch diese hier, die ist auch neuer, die ist bunt durchgemischt. Eine blaue Palette. Dann haben wir so eine gelblich, goldig, bräunliche Palette. Und dann haben wir auch noch Claminatrix. Wundervolle Farben. Genau. So, dann machen wir weiter. Jetzt haben wir nicht mehr viele, ne? Also jetzt sind wir schon fast am Ende. Nein, ich habe noch welche am Schminktisch stehen, sehe ich gerade. Dann habe ich noch von African Beauty, die habe ich von der lieben Caro gekriegt zu Weihnachten in unserem Adventskalender. Die ist mega cool. Ich glaube, die stelle ich hier unten rein. So, dann habe ich noch die Elva. Das ist die Eyeshadow-Palette von Odin's Eye. Das ist die rosane. Dann habe ich noch die von die Hela-Palette von der Angelica Nyquist. Die Merry Christmas-Palette. Die mag ich auch urgerne. Und die Christmas Eve-Palette. Und dann habe ich noch eine von Sisi. Die ist noch ganz neu, aber ich glaube, die werde ich aussortieren. Aber noch nicht die. Da haben wir River Loves Me. Da haben wir eine Essence, die 20 Jahre Geburtstagsedition, Maxim. Dann haben wir die Dragonfruit Palette. Das ist auch eine Pat McGrath Palette. Noch eine schmale von Odin's Eye. River Loves Me, die With Pleasure. Juvia's Blaze und die Catrice Palette. Schauen wir mal, ob sich das da ausgeht. Daneben. Wäre ja cool, wenn sich das da ausgehen würde. Dann könnte ich das gleich so lassen. Genau. Ja, geht sich super aus. Sehr gut. So, dann habe ich eigentlich nur mal. Ja, da habe ich noch ein bisschen was. So kleinere Paletten habe ich noch. Da habe ich die Fairy Lights. Die ist ziemlich neu noch, sage ich mal. Dann habe ich die Sunset Glam von Sunny Cosmetics. Von BH die Absinthe, die grüne Palette, die Linda Hallberg Palette, die werde ich vielleicht auch aussortieren. Dann habe ich noch die Spectrum Palette, noch eine Juvia's Blaze, das ist die mintige. Dann habe ich von Tarte, die habe ich fast nur wegen der Verpackung, mal schauen, ob die bleibt, die Hello Kitty. Aber da gehe ich überall noch durch und mache überall Shorts. Also schaut gerne bei meinen Shorts vorbei. An Earthly Cosmetics habe ich 3 Stück. Das war diese Halloween Edition. Lila, Rot und Grün. Genau. Hoppala. Hoppala, hoppala, hoppala. Jetzt muss ich schauen, ob sich das dann noch ausgeht oder nicht. Ja, ich stelle das hier jetzt einmal dran. Und wenn nicht, kommt es einfach hier rechts dann rauf. Aber das zeige ich euch dann ein anderes Mal. So, dann haben wir noch eine kleine Box mit lauter kleinen Lidschatten. Das ist die Neon-Palette von Huda Beauty. Das ist die Totally Spicy. Das ist die pinke, glaube ich, müsste das sein. Dann haben wir noch die Mellow-Palette, die ist relativ neu und neutral mit Grün, die ist auch super. Die habe ich jetzt die Totally Blessing in Blau und Lila noch. Dann habe ich die Bieber, die neue Version
Neue Edition, die Palette drinnen. Dann habe ich noch die Five in a Box, diese Kühltonpalette. Aber das schaut jetzt komisch aus in der Kamera. Die mag ich sehr gerne im Sommer, vor allem von Colourpop, die Orange. Dann habe ich noch eine von Sissi, die ist unbenutzt. Und dann habe ich noch dieses Quad von Stickadolls, Multichrome, das ist auch cool. Aber der war urteuer, voll krass. Genau, ich stelle das jetzt einfach mal hier drauf. Das wird aber dann noch woanders hinkommen. Und dann habe ich noch ein Organizer mit, da sind aber nur mal ein paar Paletten, vier Paletten So, ja. drauf. Und zwar die Ethereality Palette habe ich da. Die Pat McGrath, wie heißt die? Mothership Mega Palette, aber von letzten Jahr, nicht von diesem Jahr. Und da haben mir die Farben auch besser gefallen, muss ich sagen. Genau. Dann habe ich die Norvina Palette. Die habe ich eigentlich auch noch fast gar nicht so gut benutzt. Da bin ich mir nicht sicher. Ich denke, die werde ich vielleicht aussortieren, obwohl die so teuer war. Aber ich benutze die irgendwie viel zu wenig. Und die ist auch cool von einer kleinen Meerjungfrau. Und da ist sogar ein Brass Glitter drin. Aber den verwende ich sicher nicht. Oder nur für außergewöhnliche Schminke ist, wo ich vielleicht einen Glitzer brauchen könnte. Ja, ich glaube, wir sind jetzt sogar durch. Ich werde das jetzt noch organisieren. Nein, ich habe noch eine. Entschuldigung, ich habe noch eine. Die ist mir entwischt. Genau. Zeige ich euch auch noch. So. Aber eine Mini, ein Mini-Kästchen. Das ist Drogerie einfach noch. Da haben wir zweimal Beauty Bay. Die werde ich aussortieren, weil die benutze ich auch nicht. Und zum Anschauen brauche ich es nicht. Da habe ich von River Loves Me. Die Sunset Lovers Eyeshadow Palette. Die war ganz, glaube ich, ganz okay, aber ich teste sie eh alle nochmal durch. Dann habe ich die Greetings from Lisbon Palette. Da sind sehr viel Blautöne drin, da bin ich mir auch noch unsicher. Aber die behalte ich mir sicher. Das ist die kleine Meerjungfrau und die ist eigentlich ganz gut. Das ist von Matte Beauty und die Glitzer-Shades sind auch wirklich schön. Dann habe ich die von NYX. Da gefallen mir ein, zwei Töne richtig gut. Deswegen bleibt die, glaube ich, noch. Und die ist super. Die Game Up von Elf. Die hat es auch im Sommer gegeben. Die war so gut. Und die Manhattan Palette, die habe ich von der Benita bekommen. Die ist eigentlich auch nicht schlecht. Genau. Das ist nochmal eine kleine Verpackung. Und das werde ich aber wahrscheinlich hier oben dann sortieren. Genau, aber ich glaube, jetzt sind wir durch. Also war ja gar nicht so schlimm, ne? Genau, jetzt tue ich das noch ein bisschen besser verräumen. Und ja, beim nächsten Mal würde ich sagen, seid wieder live dabei, ne? Bis dann!